Well, good evening and thank you for coming tonight. Guten Abend und schön, dass ihr alle da seid. I was really touched by the testimony of the young pastor. Ich wurde sehr berührt gerade durch das Zeugnis unseres jungen Predigers. I remember him well. Und ich erinnere mich gut an ihn. He was one of these young, energetic men. Er war einer dieser jungen Menschen voller Energie. And didn't seem to have much interest in spiritual things. He didn't or he did? Did not seem to have much interest in spiritual things. Also er schien damals nicht besonderes Interesse an geistlichen Dingen zu haben. So for me to see him up here talking about being a minister. Und jetzt das für mich hier zu sitzen und zu hören, dass er Prediger geworden ist. I can say, wow. Praise the Lord. What do you say? Da kann ich nur sagen, preist Gott. Was sagt ihr dazu? All right. Now one of the things I'm going to teach you that I want you to help me with. Also eines, worum ich euch bitten will, dass ihr mir dabei helft, is to say amen. Ist Amen zu sagen. No, I want it. Let's see. Let's do it again. Also wir versuchen das nochmal. Amen. Good. Good. Okay. Now the next thing I'm going to do is I'm going to pray. Okay, das nächste, was wir tun werden, ist, ich werde beten. Join me. Bitte betet mit mir. Father. Lieber Vater. Bless our meeting together tonight. Bitte segne unser Treffen hier, das wir haben. Speak to our hearts. Bitte sprich zu unseren Herzen. And thank you for hearing us. Und hab vielen Dank, dass du uns hörst. In Jesus name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Let me ask you a question. Lass mich euch eine Frage stellen. When is a warning a good thing? Wann ist eine Warnung etwas Gutes? Before it happens or after it happens? Bevor etwas passiert oder nachdem es passiert ist? Before. Vorher. How many of you agree with that? Can I see your hand? Wie viele von euch stimmen dazu? Yes, a warning is of no use. Ja, eine Warnung ist nutzlos. If it comes to you after it happens. Wenn sie euch erreicht, nachdem das schon passiert ist. In the island of Hilo. In the what? The island of Hilo in Hawaii. Ah, auf der Insel Hilo auf Hawaii. In 1960. Gab es im Jahr 1960. Do you see the clock? Seht ihr da diese Uhr? You see where it stopped? Und seht ihr, wo sie aufgehört hat zu ticken? That's exactly the time that the tsunami hit that island. Das ist genau der Zeitpunkt, an dem der Tsunami damals diese Insel traf. And so they have it there as a memorial. Und sie ließen diese Uhr stehen als ein Denkmal. Of the time that the time stopped. An die Zeit, als die Zeit aufhörte. I have a friend. Ich habe einen Freund, who was living in Hilo at that time. Der zu diesem Zeitpunkt in Hilo lebte. And she told me this. Und sie hat mir Folgendes gesagt. The sirens began to sound. Die Sirenen hat man gehört. And they had already understood. Und jeder hatte schon verstanden, that when the sirens sounded, dass wenn die Sirenen erklingen, they were supposed to go up to high ground. Dass sie sich auf eine höhere Ebene bewegen sollten. So she did that. Also tat sie das. She went to high ground. Sie ging nach oben. Then the sirens stopped. Aber plötzlich hörten die Sirenen auf. So people thought it must have been a false alarm. Also dachten die Leute, falscher Alarm. So she went back down to her apartment. Also ging sie wieder herunter zu ihrem Freund, Partner. But then the sirens began to sound again. Aber plötzlich fingen die Sirenen von neuem an. There are some people who said, und es gab einige Leute, die sagten, false alarm. Ach, ist doch wieder falscher Alarm. But she didn't. Aber sie hat zugehört. She again got out of her apartment and went up to high ground. Und erneut verließ sie ihre Wohnung und begab sich auf eine höhere Ebene. There were people who decided they were not going to be uncomfortable anymore that night. Aber vielen war das zu mühsam in dieser Nacht. They were going to sleep. Und sie entschieden sich dazu, weiter zu schlafen. Nothing would happen. Es würde ja eh nichts passieren. At the same time, zur selben Zeit, there were people who actually went down to the beachfront. Gab es Leute, die zu diesem Zeitpunkt runter an den Strand gingen. They wanted to see the big waves. Aber sie wollten die schönen großen Wellen sehen. They didn't know what a tsunami was. Sie hatten keine Ahnung, was ein Tsunami war. They thought it was a big wave event. Sie dachten, es wäre ein Ereignis einer großen Welle. And she told me,
Und sie sagte mir, that she was up on this hill, dass sie oben auf diesem Hügel stand, when all of a sudden, als plötzlich those people watching, diese Menschen, die dort zuschauten, at the beach, am Strand unten, saw something terrible. Etwas Schreckliches sahen. The ocean rose. Der Ozean erhob sich. About 50 feet. Five stories high. Five stories. Yeah. Also falls mir jemand einen Fuß berechnen kann, darf er es mir gerne sagen. Ungefähr 50 Fuß hoch. 15 Meter, danke schön. Thank you. I'm gonna have to figure out meters from now on. Sorry. And it was going at about 600 kilometers. Und sie bewegte sich mit etwa 600 km/h auf den Strand zu. It hit the island with such a force. Diese Welle traf die Insel mit solch einer Kraft, that it destroyed a lot of the beachfront. Dass ein Großteil des Strandes zerstört wurde. And the people who were watching to see the big waves. Und diese Menschen, die dort standen, um sich die große Welle anzusehen, when they saw that wave rise, als sie sahen, wie die Welle aufstieg, that's all they could do is see it rise. Dann war das alles, was sie noch tun konnten, because diese Welle zu sehen. Something traveling at 600 kilometers an hour, denn etwas, das sich mit 600 Stundenkilometern auf einen zubewegt, there is no escape. Da kann man nicht mehr davonlaufen. All she could hear, alles, was sie hören konnte, is the people screaming, war, dass die Menschen schrien. And then silence. Und dann Totenstille. She was glad, sie war froh, that she paid attention to the warning, dass sie auf die Warnung geachtet hatte. So, when is a warning a good thing? Also, wann ist eine Warnung etwas Gutes? Before it happens. Bevor etwas passiert. In the scriptures, in der Bibel, there are a lot of prophecies given. Gibt es viele Prophezeiungen. And tonight, I'm going to share with you several prophecies that are warnings. Und heute Abend schauen wir uns einige Prophezeiungen an, die Warnungen sind. And have been written in here. Sie wurden hier hineingeschrieben. For the people of today. Für die Menschen heute. First of all, in the book of Matthew, chapter 24 and verse 3. Wir beginnen im Buch Matthäus in Kapitel 24, Vers 3. Jesus is with his disciples. Jesus ist hier bei seinen Jüngern. And the Bible says that he is with them on Mount Olive. Und die Bibel schreibt, dass er sich mit ihnen auf dem Ölberg befindet. And he's already said that some things were going to take place. Und er hat schon über einige Dinge gesprochen, die stattfinden werden. And then they said to him, und dann sprechen sie zu ihm, tell us, sage uns, when will these things be? Wann wird das sein? What shall be the sign of thy coming? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft? And of the end of the world. Und der Vollendung des Zeitalters. So three things. Also drei Dinge. Number one. Erstens. It says, when shall these things be? Steht hier geschrieben, wann wird das sein? Number two. Zweitens. What shall be the sign of your coming? Was ist das Zeichen deiner Ankunft? And number three. Und drittens. And the end of the world. Und der Vollendung des Zeitalters. Now it is interesting that the disciples are asking a question. Es ist interessant, dass die Jünger hier eine Frage stellen, die mit dem Ende der Welt zu tun hat. And here's the question. Und hier ist eine Frage für uns. Did these people 2000 years ago, wussten diese Menschen vor 2000 Jahren, believed, und haben sie geglaubt, that there was such a thing as the end of the world, dass es so etwas gäbe wie das Ende der Welt? What's the answer? Was ist die Antwort darauf? Ja? They believed it. Sie haben das geglaubt. The question is it true? Die Frage ist das wahr? So, let's go through several of these prophecies. Also wir schauen uns nun einige dieser Prophezeiungen an. Because in the book of Luke, im Buch Lukas, chapter 21 and verse 11, in Kapitel 21, Vers 11, notice that there it mentions great earthquakes. Lesen wir über große Erdbeben. And it mentions pestilences, und wir lesen über Seuchen, diseases, etc. Und so weiter. Let's read it just
Chapter 21, verse 11. Read it for us. So, wir lesen nun Vers 11 in diesem Kapitel. Und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöten und Seuchen. Auch Schrecknisse und große Zeichen am Himmel wird es geben. So, when the disciples said, what will be the signs? Als also die Jünger sagten, was werden die Zeichen sein? Of these three things, dieser drei Dinge. Jesus responded and said, antwortete Jesus ihnen und sagte, there'll be great earthquakes. Es wird große Erdbeben geben. In different places, an verschiedenen Orten. There'll be famines, Hungersnöte wird es diseases, geben und Seuchen. Fearful sights. Und Schrecknisse. And great signs shall be from heaven. Und große Zeichen vom Himmel wird es geben. In verse 10, in Vers 10, it simply says, nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. Steht, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. So the scripture bears out then that there will be these things as signs. Die Bibel gibt uns also diese Dinge als Zeichen. In verse 25, in Vers 25, it also tells us more signs. Erzählt es uns über noch weitere Zeichen. Would you read it? Sure. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer. And verse 26. Und weiter in Vers 26, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Now there are several things about these two verses that we just read. Es gibt einige Dinge zu sagen über diese zwei Verse, die wir gerade gelesen haben. Notice it says there'll be signs in the sun, in the moon. Hier steht, es werden Zeichen sein an Sonne und Mond. In the stars. Und an den Sternen. There'll be distress of nations. Und verse 25, distress of nations with perplexity. Und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit. And then it says. Und dann geht es weiter. The sea and the waves roaring. Bei brausendem und wogendem Meer. What do we call that today? Wie nennen wir das heute? The sea is roaring and the waves. Wenn das Meer braust und wogt. We've gotten acquainted with a term called tsunami. Wir nennen das heute den Tsunami. Now, notice it says, men's hearts failing for fear. Und weiter geht es, während die Menschen verschmachten vor Furcht. And for looking after those things which are coming on the earth. Und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. For the power of heaven shall be shaken. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Obviously, these things that Jesus is mentioning have been sort of controversial today. Offensichtlich sind diese Dinge, die Jesus hier erwähnt, heutzutage kontrovers. But what I want to do with you tonight, aber was ich heute Abend mit euch tun will, is I'm going to share with you the reality that these words are true. Ich werde euch die Wahrheit zeigen, dass diese Dinge wahr geworden sind. Just today as I was flying here, als ich heute hierher geflogen bin, I read the newspaper. Habe ich in der Zeitung gelesen. And in the newspaper, the US Today, USA Today. Und in dieser Zeitung, USA Today. The title was. War die Überschrift. What Americans believe about God. Was die Amerikaner über Gott glauben. Now that's interesting. Das ist interessant. Because it's a secular newspaper. Denn es handelt sich hier um eine weltliche Zeitung. And when I was a boy. Und als ich klein war, you never saw anything about religion in the newspaper. Hat man in solchen Zeitungen nie etwas über Religion gelesen. Or in magazines. Oder in Magazinen. But today, aber heute, it's different. Ist das anders. Even the Newsweek magazine. Selbst im Newsweek Magazin. Notice what it says. Lesen wir mal, was da steht. Prophecy. Prophezeiungen. What the Bible says about the end of the world. Was uns die Bibel über das Ende der Welt sagt. There's no question. Es gibt keine Frage. That even people who are not interested in spiritual things. Dass selbst Menschen, die an geistlichen Dingen nicht interessiert sind. Are beginning to wonder. Anfangen sich zu fragen. If this book. Ob dieses Buch. Actually reveals our conditions today. Unseren Zustand enthüllt. And so they write articles now. Und deswegen schreiben sie jetzt solche Artikel. Front cover. Und Artikel, die sogar auf der Frontseite erwähnt sind. Why?
Warum? Because there are a lot of things happening. Weil viele Dinge passieren. Is that true? Yes or no? Stimmt's? Ja oder nein? There are a lot of things that are happening. But es listen. Viele Dinge, die heutzutage passieren. Notice earthquakes. Lass uns über Erdbeben nachdenken. In the Bible, way back in the days of Isaiah, which is 600 years or 500 years before Christ. In den Tagen des Propheten Jesaja, das war 500 oder 600 Jahre vor Christus. The prophet wrote about the condition of the earth in the last days. Schrieb dieser Prophet Jesaja über den Zustand der Welt in den letzten Tagen. And here's what he wrote. Und hier können wir lesen, was er schrieb. Denn die Fenster in der Höhe tun sich auf und es erbeben die Grundfesten der Erde. Bersten, zerbirst die Erde, brechen, zerbricht die Erde, wankend, wankt die Erde. Notice that it says the very foundation would be shaken. Wir lesen hier, dass die Grundfesten der Erde erbeben. Of the earth. And there are things that the Bible foretells that are mind-boggling. Is that word exist in German? Mind-boggling? I'm trying to figure something out. Also es gibt Dinge, die Bibel uns sagt, die unseren Verstand übertreffen. Astounding. Hm. That's another word. Troublesome. Troublesome. Yeah. Also Dinge, die uns auch erschrecken. Okay. In other words, there are things that the Bible writes about that people wonder whether or not it could be real. Also es gibt Dinge, die Bibel schreibt, wo die Menschen sich fragen, kann das überhaupt wahr sein? I should tell you this. Und ich will euch eines sagen. That the Bible is not only a spiritual book. Die Bibel ist nicht nur ein geistliches Buch. The Bible is also a scientific book. Die Bibel ist auch ein wissenschaftliches Buch. Before I became a believer in the Bible. Bevor ich an die Bibel geglaubt habe. I was an unbeliever. War ich ein Ungläubiger. I didn't believe in God. Ich habe nicht an Gott geglaubt. I had no use for religion. Religion hatte für mich keinen Nutzen. I thought people who went to church. Und ich dachte, die Leute, die in die Kirche gehen, were the ugly and the old. Das waren hässliche und alte. If you're old or ugly, you might as well go to church. You couldn't do anything else in the world. Also, wenn ihr hässlich oder alt seid, dann könnt ihr auch in die Kirche gehen. Sonst gibt's ja für euch nicht viel zu tun. So, when it came to the Bible, wenn es also zum Thema Bibel kam, I had no knowledge of it. You had no? No knowledge, no understanding. Also, dann hatte ich darüber kein Wissen und kein Verständnis. But when I opened the Bible, aber als ich die Bibel geöffnet habe, I found things that were incredible. Habe ich Dinge gefunden, die unglaublich waren. Before I became a believer, bevor ich zum Glauben kam, I was a performer. War ich ein Schauspieler. How many of you have heard of Bill Haley in the comments? Wie viele von euch kennen Bill Haley enter? How many of you remember then? Only a few dinosaurs here. Oh, nur ein paar Dinosaurier hier im Saal. All right, how many of you remember Rock Around the Clock? Wie viele von euch kennen das Lied Rock Around the Clock? The song 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock, 5 o'clock, 6 o'clock. How many of you have heard that before? Wie viele von euch kennen das? Hebt mal die Hand. I was the bass player of Bill Haley in the Comets. Also ich habe den Bass gespielt in dieser Band. Before I became a believer. Bevor ich zum Glauben kam. I had no use for anything that was religious. Für Religion hatte ich damals keinen Nutzen. But as I began to read the Bible, aber als ich anfing, in der Bibel zu lesen, I began to see things there that troubled me. Fing ich an, Dinge zu lesen, die mich unruhig gemacht haben. I remember one day, ich erinnere mich noch an einen Tag. We had a drug party. Wir hatten eine Drogenparty. We had about 50 motorcyclists. Wir hatten ungefähr 50 Biker. It was like a gang, like the Hell's Angels. Mm-hmm. And they were with us. Und die waren bei uns. And that night, an diesem Abend, we offered any drug that anybody wanted to use. Hatten wir ungefähr alles an Drogen da, was jemals jemand benutzen wollen würde. And when everybody was affected by whatever they used, und als jeder etwas davon abbekommen hatte, one of those gang members, what did he do? One of those gang members, I can't translate without a verb, asked the question,
fragte einer der Mitglieder dieser Gang eine Frage. And here was the question. Und hier kommt die Frage. Who is God? Wer ist Gott? So we began to talk about also fingen wir an, uns darüber zu unterhalten. Now please remember, these are all hoodlums, criminals, etc. Und jetzt denkt darüber nach, das sind alles Kriminelle und Schläger, die sich darum treiben. And we spent all night discussing God. Wir haben die ganze Nacht damit verbracht, über Gott zu diskutieren. And by the time we finished, und zu dem Zeitpunkt, als wir aufhörten, I was sober. War ich nüchtern. And so, as I went home, als ich also nach Hause ging, the thought struck me, kam mir dieser Gedanke, if there is a God, wenn es einen Gott gibt, we are in serious trouble. Dann haben wir jetzt ein echtes Problem. That's the thought that hit me. Das ist der Gedanke, der mir in den Kopf kam. So I come to you tonight. Ich komme also heute Abend zu euch. As somebody who had no use for religion. Als jemand, der mit Religion nichts anfangen konnte. And tonight I'm talking to you about the God of the Bible. Und heute Abend spreche ich zu euch über den Gott der Bibel. Now I did say it's a scientific book. Ich habe euch gerade gesagt, dass das hier ein wissenschaftliches Buch ist. You may say prove it. Und jetzt möchtet ihr vielleicht sagen, beweis mal. Well, I was sitting in a plane. Also, ich saß in einem Flugzeug. And next to me was a lady. Und neben mir saß eine Dame. So I turned to her to talk with her. Ich wendete mich ihr zu, um mit ihr zu sprechen. And I said, are you traveling on vacation, holiday or work? Und ich fragte sie, geht's in den Urlaub oder wohin? She said, work. Und sie sagte, nein, nein, Arbeit. Said, what do you do? Und ich fragte, was tun Sie denn? I'm a scientist. Ah, ich bin Wissenschaftlerin. I said, of what discipline? Und ich fragte sie, ja, in welchem Bereich denn? She said, I'm in charge of all the things that are pointing to space to see if there's life out there. Ich kümmere mich darum, um all die Gerätschaften, die erforschen sollen, ob es Leben draußen im Universum gibt. So I said to her, also sagte ich zu ihr, you're too late. Ja, da sind Sie ein bisschen spät dran. She said, what do you mean? Und sie fragte mich, wie meinen Sie das? I said, the Bible says there's life out there. Ich sagte, ja, die Bibel sagt uns doch, dass es da draußen Leben gibt. She said, where? Und sie sagt, wo? So I opened up the Bible. Also habe ich die Bibel aufgeschlagen. And showed her. Und habe ihr gezeigt. She was surprised. She was very surprised. Und sie war sehr überrascht. And then I said to her, und dann sagte ich zu ihr, you have just recently discovered how to make transparent gold. You? No. Somebody. The scientist. Mm-hmm. Die Wissenschaft hat gerade entdeckt, wie man durchsichtiges Gold herstellen kann. Transparent gold. Transparent, also durchsichtiges Gold. See it through. She said, yes. Und sie sagte, wirklich? I said, do you want to know something? Und ich sagte, wollen Sie mal was wissen? She said, yes. Und sie sagte, ja. I said, you're too late again. Und ich sagte, da war die Wissenschaft wieder zu spät dran. She said, what do you mean? Und sie sagte zu mir, was meinen Sie denn jetzt? To Revelation 21, und dann öffnete ich Offenbarung 21. And showed her that the Bible speaks about transparent gold. Und habe ihr gezeigt, dass die Bibel über durchsichtiges Gold spricht. And if you want to see it, it's in Revelation 21, verse 18 and verse 21. Und wenn ihr das sehen wollt, das ist in Offenbarung 21, die Verse 18 und 21. And for centuries, für Jahrhunderte, scoffers and infidels, haben sich die Leute lustig gemacht, would laugh at the Bible, über die Bibel. And they would say, und sie sagten, who ever heard of gold that you could see through? Wer hat denn jetzt irgendwas von Gold schon mal gehört, wo man durchschauen kann? How many of you have seen gold you can see through? Wer von euch hat schon mal transparentes Gold gesehen? Can I see your hands? Kann ich mal eure Hände sehen? Only one person. Wow. You've seen it, you just don't know what you're looking at. Also ihr habt auch schon gesehen, ihr habt nur nicht gewusst, dass ihr es seht. How many of you have flown an airplane? Wer von euch ist schon mal im Flugzeug geflogen? Then you've seen transparent gold. Dann habt ihr auch transparentes Gold gesehen. The windshield of the airline. Das Windschutzschild has transparent gold. Ist mit transparentem Gold überzogen. Did you know that? Habt ihr das gewusst? Don't go and try to steal it. Jetzt geht bitte nicht an den Flughafen und versucht das zu klauen. But it does have transparent gold in it. Aber dort ist transparentes Gold verbaut. This scientist was amazed. Und diese Wissenschaftlerin war erstaunt. Then I said to her, und dann sagte ich zu ihr, you're trying to put a city in space, aren't you? Sie versuchen doch, eine Stadt in den Weltraum zu schicken, stimmt's? She said, yeah. Und sie sagte zu mir, ja. I said, you're too late again. Und ich sagte zu ihr, also wissen Sie, da sind Sie schon wieder zu spät dran. She said, what do you mean? Und sie sagte, wie jetzt? I said to her,
Und ich sagte zu ihr, the Bible speaks about a city in heaven. Die Bibel spricht über eine Stadt im Himmel. She said, this is amazing. Und sie sagte zu mir, das ist erstaunlich. She said, I always thought the Bible was some funny book. Und ich dachte immer, die Bibel wäre so ein lustiges Buch. But now I know it's ahead of science. Aber jetzt weiß ich, dass es der Wissenschaft vorausgeht. And she said, when I get home, und sie sagte, wenn ich nach Hause komme, one of the first things I'm gonna do, ist eins der ersten Dinge, die ich tun werde, buy a Bible. Mir eine Bibel zu kaufen. Isn't that amazing? Ist das nicht erstaunlich? But listen, let's get back to our study. Aber wir kommen wieder zurück zu unserem Thema. Notice that these prophets are saying things that are beyond understanding. Diese Prophezeiungen sagen uns Dinge, die über unser Verstand hinausgehen. How did they know? Woher konnten die das wissen? And is what they're saying true? Ist das, was sie dort sagen, tatsächlich wahr? Let's consider earthquakes. Lasst uns mal Erdbeben ansehen. You remember the recent earthquake in China? Erinnert ihr euch an das Erdbeben in China, das kürzlich? You remember the earthquake in Pakistan? Oder an das Erdbeben in Pakistan? You remember the earthquake in Sumatra? Erinnert ihr euch an das Erdbeben in Sumatra? Now, people say there have always been earthquakes. Und die Leute sagen, ach, es gab doch schon immer Erdbeben. It's true. Und das ist wahr. But there never have been as many earthquakes as there are today. Aber es gab noch nie so viele Erdbeben wie heute. Major earthquakes. So viele große Erdbeben. In many parts of the world. In vielen Bereichen der Welt. Tremendous earthquakes. Sehr starke Erdbeben. Let me show you something that would be of interest to you. Lasst mich euch etwas zeigen, das euch vielleicht interessiert. If you notice a chart there. Wenn ihr euch dieses Diagramm anseht. This is a scientist tracking major earthquakes. Es ist ja ein Wissenschaftler, der sich um die großen Erdbeben kümmert. From 1950 to 1959 there was one major earthquake. Er hat festgestellt, dass von 1950 bis 1959 es nur ein großes Erdbeben gab. 1960 to 1969 there were two major earthquakes. 60 bis 69 zwei große Erdbeben. If you notice then the 1970 to 79 there's six major earthquakes. 70 bis 79 haben wir plötzlich sechs große Erdbeben. Then 1980 to 1989 seven. 1980 bis 1989 sind es schon sieben. 1990 to 1999 13. 1990 bis 1999 13. Now let me ask you a question. Jetzt will ich euch mal eine Frage stellen. Are they increasing in number? What's the answer? Werden es mehr? Was ist die Antwort darauf? Yes or no? But listen, I'm going to show you something more. Aber ich zeige euch noch mehr. Look at this chart here. Schaut euch diese Tabelle hier an. Notice the earthquakes that are from 8 and over. Schaut euch die Erdbeben an, die Richterskala 8 oder höher sind. 7 to 7.9 on the Richter scale. Dann gibt es die 7 bis 7,9 auf der Richterskala. 6 to 6.9 on the Richter scale. 6 bis 6,9. I want you to notice what's happening here. Und ich will, dass ihr feststellt, was hier passiert. You see the number of earthquakes taking place. Also ihr seht hier die Zahlen der Erdbeben, die stattgefunden haben. And this is per year. Und das sind die Erdbeben pro Jahr. So notice from 5 on the Richter scale. Also auf der Richterskala von 5 to 8 is over 1200 earthquakes. Bis 8 oder höher sind über 1300 Erdbeben auf jeden Fall. Here's another chart. Und hier gibt's die nächste Tabelle. By the way, you can get these charts on the internet. Und übrigens, diese Tabellen, die könnt ihr euch im Internet runterladen. This is US Geological Survey. Diese kommen hier von US Geological Survey. I want you to notice something amazing here. Schaut euch etwas Erstaunliches an. From the year 2000, seit dem Jahr 2000 to the year 2008, bis 2008 they've been tracking earthquakes. Haben sie die Erdbeben verfolgt. And I want you to notice again the major earthquakes and their strength. Und die größten Erdbeben vom Ausmaß her. And then as they are less and less in potency. Und dann sieht man hier auf der Tabelle nach unten jeweils die schwächeren. But I want you to know there's something interesting. Aber etwas Interessantes gibt es hier. Look at these bottom numbers. Schaut euch mal die Nummern hier unten an. You can see how much the earthquakes have increased. Hier könnt ihr sehen, wie sehr die Erdbebenzahl angestiegen ist. So, here's the question. Ich habe eine Frage für euch. Are earthquakes increasing in number? Werden es immer mehr Erdbeben an der Zahl?
Yes or no? Ja oder nein? Number two. Zweite Frage. Are earthquakes increasing in strength? Werden die Erdbeben immer stärker? What's the answer? Was ist darauf die Antwort? Yes. Yeah. There are more major earthquakes. Listen, just the other day. Hört mal zu, gerade an einem Tag. There was an earthquake in New York City. Gab es ein Erdbeben in New York? I grew up in New York. Da bin ich aufgewachsen. There's never been an earthquake in New York. Und ich habe dort nie ein Erdbeben erlebt. The only time there was an earthquake. Nur wenn es da ein Erdbeben gab. Was a train as it went by and shook the houses. Dann hatte das was mit einem Zug zu tun, der an den Häusern vorbeifuhr. I remember. Da erinnere ich mich noch dran. Because when my wife came to my house when I wanted introduce her to my mother. Denn als meine Frau mich zu Hause besuchen kam, damit ich sie meiner Mutter vorstellen konnte. We were sitting in the living room. Saßen wir zusammen im Wohnzimmer. And she said, listen. Und sie sagte, hört mal. I said, what's the matter? Und ich fragte, was los? Didn't you feel that? Habt ihr das nicht gefühlt? I said, feel what? Was jetzt? The house was shaking. Das ganze Haus wackelt. I said, no, the house wasn't shaking. Ich sagte, nein, das Haus wackelt doch nicht. So she relaxed. Also hat sie sich wieder entspannt. And then about 10 minutes later, etwa 10 Minuten später, the house began to move. Fing das wieder an. And she said, do you feel that? Und sie sagte, spürst du das jetzt? That's the subway. Und ich sagte, das ist die U-Bahn. That's the greatest shaking that I had when I was a child and growing up in New York City. Das war also das größte Erdbeben, das ich erlebt habe als Kind in New York. But now, aber heute, it's not trains. They're not trains shaking. Aber heute sind es nicht mehr nur die Züge, die New York erschüttern. Es gibt Dinge, die in New York passieren, die vorher nie passiert sind. Earthquakes. Erdbeben. Then the tsunamis. Schauen wir uns Orkane und Taifune an. You have the hurricane increasing in strength. Die Orkane nehmen auch an Stärke zu. Here is a graph. Auf diesem Diagramm tracking hurricanes from 1850. Sehen wir eine Linie, die die Orkane von from when? From 1850. Seit 1850 verfolgt. To the year 2000. Bis ins Jahr 2000. I want you to notice what's happening as far as numbers are concerned. Schaut euch an, was hier passiert in Bezug auf die Zahlen. They are increasing in numbers. Es werden mehr. And they're increasing in strength. Und sie werden stärker. And they're happening in places that never happened before. Und plötzlich erlebt man sie auch an Orten, an denen man sie vorher nie erleben konnte. How many of you remember? Wie viele von euch erinnern sich? Not long ago. Es war noch nicht sehr lange her. That there were strong winds that hit Germany. Dass es sehr starke Winde gab, die auch Deutschland getroffen haben. Any of you remember that? Erinnert sich da jemand dran? How many of you remember? Can Wer I von euch erinnert sich daran? Yes. My daughter called me up. Meine Tochter hat mich angerufen. And she's told me. Und sie erzählte mir about this terrible wind that was blowing through Germany. Über diesen Sturm, der durch Deutschland zog. Things are happening. Dinge passieren. Now listen. Hört gut zu. Different hurricanes affecting since 1851. Die unterschiedlichen Orkane, die uns seit 1850 treffen. And if you notice, und wenn wir hier feststellen, the hurricane named Beta. Gab es diesen Orkan namens Beta? Many of you remember the hurricane that hit Miami, Florida. Viele von euch erinnern sich vielleicht an den Orkan, der Miami getroffen hat. There are typhoons that are hitting all the time in the Philippines and China, etc. Und die Taifune, die die Philippinen und China getroffen haben. They're increasing in number and in strength. Es werden mehr und sie werden stärker. And it's causing great floodings in many places. Und sie verursachen große Fluten an vielen Orten. Then, of course, you have the tsunamis. Und dann gibt es natürlich auch die Tsunamis. You can see how high that water is rising there. Und ihr könnt hier sehen, wie hoch das Wasser ansteigt. And so tsunamis, things that are been around for a while, but are increasing in numbers. Also Tsunamis unter anderem sind Dinge, die es schon lange gibt, aber die sich an ihrer Zahl verstärken. And so we see then that
things are increasing. The waves are roaring, as the Bible says. Also wir sehen, dass es immer mehr dieser Dinge gibt und dass sich die, dass die Wellen beben, das Meer bebt, wie die Bibel uns sagt. And then Jesus said. Und dann spricht Jesus. Not only will there be earthquakes and not only will there be waves roaring, etc. Nicht nur von Erdbeben und Tsunamis. But there will also be diseases. Sondern auch Seuchen und Krankheiten. I want you to notice Newsweek again. Ich will, dass wir hier nochmal einen Artikel der Newsweek ansehen. Notice what they say. Lesen wir hier, was gesagt wird. There are 30 new diseases. Etwa 30 neue Krankheiten. That have come up since the early the 1970s. Sind seit Mitte der 70er aufgetaucht und haben viele Millionen Tode verursacht. And this was written in May of 2003. Das wurde im Mai 2003 aufgeschrieben. In other words, there are diseases today. In anderen Worten, es gibt heute Krankheiten, that have not existed before. Die es vorher nicht gab. And the scientists are saying that at least 30 new diseases. Und die Wissenschaftler sagen uns, dass es mindestens 30 neue Krankheiten seit den 70ern sind. Rare things that are happening. Rare, strange things that are happening. Es sind seltsame Dinge, die hier passieren. SARS. Zum Beispiel SARS. The BSE, the Hantavirus, the BSE, all of these, Ebola, etc. Vogelgrippe, Schweinegrippe, Ebola. Yeah, these are new diseases. Das sind neue Krankheiten. And people are frightened. Und die Leute sind erschreckt. I remember when the mad cow disease was coming through. Ich erinnere mich noch, als BSE aufgetaucht ist. I remember coming to Germany. Und ich erinnere mich, wie ich hier nach Deutschland gekommen bin. And there were signs everywhere. Und überall standen die Schilder. If you've been in a place where there are animals. Wenn Sie an einem Ort waren, wo es Tiere gab. And tell us. Dann sagen Sie uns das. They didn't want us to bring the things into Germany. Sie wollten nicht, dass man diese Krankheiten nach How Deutschland einbringt. How many of you remember the mad cow scare? Wer von euch erinnert sich noch an die BSE-Zeit? Do you remember that? Yes. I felt very sorry for the people in England. Die Leute in England taten mir sehr leid damals. Because they're farmers, dairymen who had cattle from father and grandfather, etc. Es gab Bauern mit riesigen Viehherden von Vater und Großvaterzeiten. That lost everything they had. Die alles verloren haben, was sie hatten. Because of the mad cow disease. Wegen BSE. If you notice here something interesting. Hier können wir auch etwas Interessantes sehen. About the disease of the HIV. Über HIV-Infektion. I want you to notice how many different people are being affected by HIV. Ihr könnt hier lesen, wie viele unterschiedliche Personen betroffen sind durch HIV. And so, in Africa alone. In Afrika allein. It says there that there are at least 25 million people who are affected by this terrible disease. Also insgesamt sind seit 1981 mehr als 25 Millionen Menschen an AIDS gestorben. Then the scripture reveals that there'll be wars. Die Bibel sagt uns auch, dass es Kriege geben wird. And rumors of wars. Und Kriegsgerüchte. I remember when the Berlin Wall came down. Ich erinnere mich noch gut an den Mauerfall. How many of you remember that? Wer von euch erinnert sich daran? And how many of you were excited that at last the wall came down? Und wer von euch war froh, dass endlich die Mauer gefallen war? There seemed to be an air of euphoria. Es schien eine Stimmung der Euphorie zu herrschen. People thought at last we're gonna have peace. Die Leute dachten, endlich werden wir Frieden haben. When the Soviet Union lost its power. Und als die Sowjetunion endlich die Macht verlor. The world thought. Dachte die Welt, at last, endlich, we don't have to be afraid of wars anymore. Müssen wir keine Angst mehr vom Krieg haben. There seemed to be a feeling, es schien dieses Gefühl zu herrschen, that things would change. Dass die Dinge sich nun ändern würden. But I think you and I know that it hasn't changed. Aber ich denke, wir wissen alle, dass die Dinge sich nicht geändert Millions haben. Of people have lost their lives in different wars. Millionen Menschen haben ihr Leben in verschiedenen in Kriegen the first verloren. World war, im Ersten Weltkrieg 20, million lost 20 their lives. Millionen Tote. In the second world war, Zweiter Weltkrieg 50, million people 50 lost their lives. Millionen Menschen haben ihr Leben verloren. And then we've had the Korean War, the Vietnam War, the Iraq and Indochina War, etc. Dann hatten wir die verschiedenen Kriege, den Koreakrieg, in Vietnam, Iran, Irakkrieg und so weiter. And so the Bible says, und darum sagt uns that die Bibel, wars,
dass es Kriege gibt and rumors of wars. Und Kriegsgerüchte. Now you may say there've always been wars. Und jetzt sagt ihr vielleicht, ach, Kriege yes, hat es schon immer gegeben. But there've never been wars, ja, aber es gab noch nie Kriege to the magnitude that we've had in our time. In dem Ausmaß, in dem wir sie erleben. Never has there been a war. Niemals gab es einen Krieg before our time, vor unserer Zeit, when mankind was able to kill 50 million people. Dass Menschen es möglich war, 50 Millionen Menschen zu töten. Is that true? Yes or no? Ist das wahr, ja oder nein? Never. Das before, war nicht möglich. I mean, they had bayonets, they had swords, and they had, you know, so they killed hundreds of thousands, but never millions. Ja gut, sie hatten Schwerter und Keulen und sie haben vielleicht Tausende umgebracht, aber nie Millionen. Because mankind today, denn die Menschheit has the ability, hat heutzutage die of Möglichkeit, not only destroying mankind, nicht nur die Menschheit zu zerstören, but destroying the world. Sondern die ganze Welt. Before our time, vor unserer Zeit, man did not have that ability. Hatte Menschen nicht diese Möglichkeit. That's why the Bible says, darum sagt die Bibel, these are signs of the end of the world. Dass dies Zeichen des Endes der Welt does sind. That make sense to you? Macht das Sinn? Ja? Good for you. As we continue tonight, I don't want to keep you here, hunger. Wenn wir hier, wir machen weiter, ich will euch nicht, dass ihr notice hungert. Pestilence. Also es geht hier um Hungersnöte. Notice that it says that there are about 900 million people in the worldwide that are hungry. Wir lesen hier, dass es ungefähr 900 Millionen Menschen weltweit gibt, die hungern sterben. What's amazing about that, was daran so interessant ist, that we live in an age, ist, dass wir in einer Zeit leben, where we're producing more food, in der wir mehr Nahrungsmittel erzeugen, but we're also wasting more food. Aber diese Nahrungsmittel auch verschwenden. Isn't that true? Ist das nicht wahr? People in Germany go to restaurants. Die Menschen in Deutschland gehen ins Restaurant. They don't eat everything. Sie essen nicht alles. And that food is thrown away. Und der Rest wird weggeworfen. People in America go to restaurants. Menschen in Amerika gehen ins Restaurant. They don't eat everything. Alles essen sie auch nicht and auf. And the food is thrown away. Und der Rest wird weggeworfen. And so, while there's a part of the world that has plenty of food, und auch wenn es einen Teil der Welt gibt, der viel Essen hat, there's another part of the world that's going to bed hungry. Gibt es einen anderen Teil auf der Welt, der hungrig ins Bett gehen muss. Thousands of people are dying from hunger. Tausende Menschen sterben vor Hunger. Haiti. Haiti. Do you see these? Seht ihr die Dinger da unten? This lady, diese Frau, is making cakes out of clay. Bereitet Kuchen aus Schlamm zu. Did you hear what the cakes are made of? Habt ihr gehört, woraus die Kuchen gemacht sind? Clay. Aus Lehm, aus Schlamm. That's her food. Das wird ihr Essen sein. And what's sad about it, was hier so traurig ist, that Haiti ist, dass Haiti is not very far from the US. Nicht so weit weg ist von den Vereinigten Staaten. There are people who are suffering, people who are hungry. Und trotzdem gibt es dort Menschen, die leiden, die Hunger leiden. There's an imbalance in our world. Es gibt eine Ungerechtigkeit, eine Unausgeglichenheit in unserer Welt. And the Bible reveals, und die Bibel zeigt that the imbalance that there is in the world, dass diese Unausgewogenheit is caused by you and me, durch dich und mich verursacht wird. Mankind. Durch die Menschen. But listen, aber hört euch das mal an. Juvenile problems. Jugendgewalt. In Amerika they did a research. Haben sie eine Untersuchung gemacht? And if you notice this list here, und vielleicht können wir diese Liste mal kurz ansehen. This is the problems that existed in the schools in America in 1940. Das waren die Probleme der Schule im Jahr 1940. You want me to read it? Yes. Ich lese euch das mal kurz vor. Erstens, reden ohne dran zu sein. Zweitens, im Unterricht Kaugummi kauen. Drittens, Krach machen. Viertens, Rennen im Gang. Fünftens, Vordrängeln. Sechstens, Verstoß gegen die Kleiderordnung. Und siebtens, Müll auf die Straße werfen. These were the seven most top
problems of discipline in the schools in America in 1940. Das waren gerade die Top 7 der Disziplinärprobleme der Schulen im Jahr 1940 in Amerika. Now, 1990. Und jetzt schauen wir uns die Top 7 im Jahr 1990 an. We're talking about 50 years difference. 50 Jahre dazwischen. From 1940 von 1940 to 1990. Bis 1990. Notice the problems now. Und jetzt hören wir uns die Probleme mal an. Erstens Drogen. Zweitens Alkoholmissbrauch. Drittens Schwangerschaft. Viertens Selbstmord. Fünftens Vergewaltigung. Sechstens Diebstahl. Siebtens Körperverletzung. So let me ask you a question. Ich habe eine Frage an euch. Are things getting better? Werden die Dinge besser? Or worse? Oder schlimmer? Which way? In welche Richtung worse. Geht's? But it's not only happening in America. Und das passiert nicht nur in Amerika. It happens here too. Das passiert auch hier. Is that true? Stimmt's? Things are deteriorating. Deteriorating? Things are deteriorating, crumbling. Die Dinge wearing, fallen auseinander. Between the rich and the poor. Between the rich and the poor. I'm just translating because I don't know if you know. All right, the next point. Nächster Punkt. Can you tell me what that is there? Könnt ihr mir sagen, um was es hier geht? In the book of James. Of the Bible in James chapter 5 verse 1 to 4. In Jakobus 5, das ist ein biblisches Buch in Versen 1 bis 4. It speaks about money problems. Wird uns über finanzielle Schwierigkeit und Not berichtet. And labor problems. Und Probleme mit der Arbeit. And my understanding is that right now in France they're having labor problems. Und meines Wissens nach gibt es gerade in Frankreich ein Beschäftigungsproblem. But it also mentions rich men. Aber es geht hier auch um die Reichen. And it speaks about these rich men hoarding or amassing great amount of wealth. Es geht hier darum, dass die Reichen sich Unmaßen an Geld und Gütern anhäufen. And at the expense of the laborers. Auf den Schultern der Armen. Read that for me. Hier steht, nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault. Eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit, und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. You know what's amazing today? Wisst ihr, was heute erstaunlich ist? Is that in the history of mankind? Ist das in der Geschichte der Menschheit? There has never been the number of rich people that there are today. Es nie diese Anzahl von reichen Menschen gab wie heute. Notice that there are presently 946 billionaires. Wir können lesen, dass es dieses Jahr 946 Dollar Milliardäre gab. Notice the list and the people who have and the amount of money that they have. Und hier ist eine leider etwas kleine Liste von Menschen, die am meisten Reichtum besitzen. How old they are? Wie alt sie sind? And the amount of money they have. Und wie viel Geld sie besitzen? I don't see one from Germany. Ich sehe hier noch keinen von Deutschland. But I'm sure that there are rich people in Germany. Aber ich bin mir sicher, hier gibt es auch reiche Menschen. Is that true? Stimmt's? Yes. But this is a list of what they call the billionaires. Aber hier geht es um Milliardäre. Do you understand? Ihr versteht, was ich sage. And never in the history of the earth. Nie in der Menschheitsgeschichte. Has there been people the amount of people with that amount of money as exists today. Gab es so viele Menschen mit so viel Reichtum, wie es sie heute gibt. And yet, while there's these people with billions of dollars, und trotzdem, trotz dieser Anzahl von reichen Menschen, there are poor people all over the world.
gibt es auf der ganzen Welt Armut. And so the scripture says, und darum sagt uns die Bibel, that these things were revealed to us, dass diese Dinge uns gezeigt wurden, as signs of the end of the world. Als Zeichen des Endes der Welt. Stephen Hawking, he is an astrophysicist. Dr. Stephen Hawking ist Astrophysiker. How many of you have ever heard of Stephen Hawking? Wer von euch kennt den Namen Stephen Hawking? Okay. He is the Einstein of today. Er ist der Einstein unserer Zeit. And recently, und vor kurzem, I saw a news interview with Stephen Hawking. Sah ich ein Interview mit diesem Mann. And the scientists who were there, die Wissenschaftler, die dort waren, were interviewed. Interviewten ihn. And they said, und sie sagten, whenever Stephen Hawking speaks, immer wenn Stephen Hawking spricht, we listen. Hören wir ihm zu. He is the guru, the master of science today. Er ist der Guru der Wissenschaft unserer Zeit. What's amazing about this man? Und was so erstaunlich ist an diesem Mann? Is that number one? He is an evolutionist. Ist, dass erstens er an die Evolution glaubt. Therefore, the idea of God, etc., is not part of his thinking. Darum ist dieses Gedankengut über Gott und Religion nicht ein Teil seiner Welt. And since he doesn't read the Bible, und weil er nicht in der Bibel liest, he doesn't know what I know. Weiß er nicht das, was ich weiß. And I don't know what he knows. Und ich weiß auch nicht, was er weiß. But listen. Aber hört ihm zu. What I know, was ich weiß, is more important than what he knows. Ist wichtiger als was er weiß. Now you may say, what do you mean by that? Und jetzt sagt ihr vielleicht, da, was meinst du denn damit? Notice what he says. Hört ihm mal zu. He says, if the process of evolution does not have its way. Why don't you read it for them and I'll paraphrase it. Also ich lese das mal auf Deutsch vor. Ich fürchte, dass nun, da sich der evolutionistische Prozess durch den Dialekt des Determinismus und der Aggression gearbeitet hat, unser Langzeitüberleben und jegliche Hoffnung für unsere Spezies in Frage stehen. Sollten wir es jedoch bewältigen, uns innerhalb der nächsten 200 Jahre gegenseitig nicht zu zerstören, Tippfehler, wird ausreichend Technologie vorhanden sein, um die Menschheit auf verschiedene Planeten zu verteilen. Und dann kann uns keine einzelne Tragödie oder Kriegsverbrechen alle gleichzeitig ausrotten. So what he's saying is this. Was er also sagt, ist Folgendes. By nature we are evolving. Durch die Natur schreiten wir in der Evolution voran. And by nature we are like animals. We beat up on each other. Und wir sind ein bisschen wie die Tiere. Wir bekämpfen uns gegenseitig. And if somehow we could keep that nature from doing its work. Und wenn wir diese Natur irgendwie unter Kontrolle halten können. If we could keep from destroying ourselves. Wenn wir uns davon abhalten können, uns gegenseitig zu zerstören. In the next 100 years. Innerhalb der nächsten 200 Jahre. We will then develop enough technology. Dann werden wir genug Technologie haben. To send us up into space. Um uns ins Weltall zu schicken. And go to another planet. Und auf anderen Planeten zu wohnen. And that way. Und so. We'll be able to live. Können wir überleben. So what is he saying? Also was sagt er eigentlich? There is no hope on planet Earth. Er sagt, auf dieser Welt gibt es langfristig keine Hoffnung. What he's saying is. Und was er sagt ist, the only hope, die einzige Hoffnung, die wir is haben, to get off the planet, ist, von diesem Planeten zu verschwinden. The sad thing is this. The sad thing. The sad thing. Das Traurige daran ist, that he doesn't know, dass er nicht weiß, what it says here, was hier steht. And without realizing it, ohne das zu realisieren, he is telling us, sagt er uns, what the Bible told us, was die Bibel uns sagt. Notice what Jesus says. Lasst uns sehen, was Jesus uns sagt. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich zu euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten?
Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Now notice what Jesus is saying. Hört hier an, was Jesus uns sagt. Don't let your heart be troubled. Euer Herz verzage nicht. All of these things that are happening. Diese ganzen Dinge, die passieren. Don't let your heart be troubled. Lasst sie nicht euer Herz erschrecken, denn in dem Hause meines Vaters there are many mansions. Gibt es viele Wohnungen. What did he mean by in my father's house are many mansions? Was meint er damit? In meines Vaters Hauses gibt es viele Wohnungen? Where was his father's house? Wo war das Haus seines Vaters? In the Bible. In der Bibel. His father's house. War das Haus seines Vaters? Is in space. Draußen im Weltall. The Bible calls it heaven. Die Bibel nennt das den Himmel. And so it is saying. Also sagt es uns hier. Don't worry about it. Macht euch keine Sorgen. I'm gonna go to my father's house. Ich gehe zu dem Haus meines I'm Vaters gonna prepare a place for you. Und bereite Wohnungen für euch and vor. If I go to prepare a place und for wenn you, ich dorthin gehe, I will come again dann werde ich auch zurückkommen and take you with me. Und euch mit dorthin nehmen, so where I am, damit wo ich bin, you will be also. Ihr auch sein könnt. Jesus sagt, that he's gonna take you off the earth. Dass er dich von der Erde wegnimmt. I didn't hear one amen. Ich habe noch nicht mal ein Amen gehört. Let me repeat it again. Jesus also ich sage das nochmal. Jesus hat gesagt, that he's gonna come dass er kommen and wird take you off the earth. Und dich von der Erde mitnimmt. And und that our hope dass unsere Hoffnung is in the promise that he made that he will come back and take us off the earth. In diesem Versprechen liegt, dass er zurückkommt und uns von hier wegnimmt. The only problem is this. Es gibt nur ein Problem dabei. That what Jesus promises, das was Jesus verspricht, we don't have to wear a space suit. Dazu müssen wir keinen Raumanzug tragen. We don't have to be scientists. Wir müssen dazu keine Wissenschaftler sein. We don't have to be super smart. Wir müssen nicht super intelligent sein. If you follow Stephen Hawking's plan, wenn ihr dem Plan von Stephen Hawking folgt, only a few will be able to go off to other planets. Dann werden nur einige weg auf andere Planeten gehen können. If you follow Jesus' plan, wenn ihr dem Plan von Jesus folgt, anyone who wants to go can go. Kann jeder, der gehen will, gehen. What do you say? Was sagt ihr dazu? And so science. Und die Wissenschaft is confirming bestätigt what the Bible says. Was die Bibel uns sagt. There is no hope for the planet. Es gibt für diesen Planeten keine Hoffnung. Unless außer Jesus comes. Jesus kommt zurück. You remember? Erinnert euch daran. The three questions. Es gab diese drei Fragen. What will be the sign of your coming? Was wird das Zeichen deiner Ankunft sein? End of the end of the world. Und des Endes der Welt. Do you remember that? Erinnert ihr euch daran? In the Bible tonight, in der Bibel, we have studied the signs. Haben wir uns heute Abend die Zeichen angesehen. There's an intensity in this world today. Es gibt in dieser Welt heute eine Intensität. Things are not the same anymore. Die Dinge sind nicht mehr so wie früher. Is that true? Yes or no? Ist das wahr, ja oder nein? I remember in New York City. Ich erinnere mich an New York City. When I was a boy. Als ich dieser Junge war. We would have 4 feet of snow, 5 feet of snow, 6 feet of snow. Damals hatten wir bis zu 2 Meter Schnee. Our winter began about Thanksgiving. It began to snow. Und unser Winter begann. When is Thanksgiving? Oh, oh November 27. Also unser Winter begann Ende November. And so we would have snow. Wir hatten das den ganzen Winter Schnee. And we loved the snow. Und wir haben den Schnee geliebt. Because we didn't have to go to school. Denn dann mussten wir nicht in die Schule. Somebody's clapping. All right. But the snow was high. Aber der Schnee war hoch damals. You go to New York City today. Wenn ihr heute nach New York geht, and it's not the same. Dann ist das nicht mehr dasselbe. The weather has changed. Das Wetter hat sich verändert. Is that true? Ist das wahr? What about here in Germany? Wie sieht's hier in Deutschland aus? Are things changing? Yes or no? Verändern sich da auch Dinge? Yes. In Switzerland.
Wie sieht's in der Schweiz aus? I've seen great changes there in Switzerland. In der Schweiz habe ich auch große Veränderungen gesehen. And as I speak to the people in Switzerland. Und wenn ich mit den Menschen in der Schweiz spreche, they tell me, sagen sie mir das. Something strange. Something's different. Dinge sind komisch geworden. Dinge sind anders geworden. I go to the Philippines. Ich gehe auf die Philippinen. Something strange. Ah, Dinge sind seltsam. I go to Australia. Ich gehe nach Australien. Something strange. Ah, es gibt komische Things Sachen. Are not the same. Seltsame Dinge Something's passieren. Happening. Irgendwas passiert. Everybody senses. Jeder spürt, that there are things that are changing. Dass es Dinge gibt, die sich verändern. Some say, well, it's El Niño. El Niño. El Niño. That's what they call it. What is El Niño? Just translate it. Also manche sagen, es ist El Niño. El Niño is supposed to be some funny thing that happens in the year, you know, so many years, and it affects the weather. Das ist etwas, das passiert und über Jahre hinweg das Wetter beeinflusst. He's never heard of El Niño. Ich habe keinen blassen Schimmer, um was es geht. How many of you have heard of El Niño? Wer von euch kennt El Niño? Ah, okay. And so. I'm sorry. All right. I'm gonna look it up on Wikipedia. All right. Then others say, well, there's global warming. Andere sagen, es gibt die globale Erwärmung. They're trying to say this and say that. Und es wird uns vieles berichtet. But the Bible says. Aber die Bibel sagt uns. That all of these things. Dass alle diese Dinge. Are signs. Zeichen sind. Of the coming of Christ. Für die Wiederkunft von Jesus. And of the end of the world. Und das Ende der Welt. My brother, mein Bruder, the second oldest brother, mein zweitältester Bruder, was a criminal. War ein Krimineller. From the time he was young, seit er jung war, he loved to fight, hat es geliebt zu kämpfen, and loved to steal. Er liebte es zu stehlen. And my mother did everything possible to turn that boy around. Und meine Mutter tat alles, was sie konnte, um diesen jungen Mann umzukrempeln. We were six boys. Wir waren zu sechst. My father had abandoned us. Unser Vater hatte uns verlassen. So mother had to raise us six boys. Also musste Mutter uns sechs selbst aufziehen. And that boy, dieser Junge, just created a lot of problems for my mother. Machte meiner Mutter viele Schwierigkeiten. He became the leader of the largest gang in New York City. Er wurde der Führer der größten Gang in New York. He feared nothing. Er hatte keine Angst. To him it was exciting. Für ihn war es aufregend. To fight with more than one guy at a time. Mit mehr als einem gleichzeitig zu kämpfen. But one day, aber eines Tages, about 5 in the morning, um etwa 5 Uhr morgens, I hear this banging on my door. Höre ich, wie jemand an die Tür hämmert. I was living in one apartment. Ich lebte in dem einen Apartment. And he and his wife were living in an apartment in the other building. Er und seine Frau lebten in dem Apartment im anderen Haus. But he's banging. Aber ich hörte dieses Hämmern. So I say, who's there? Also frage ich, wer ist da? He said, Louis. Und open up the door. Eine Stimme sagt, Louis, mach die Tür auf. Well, recognizing his voice, I opened up the door. Und ich hörte seine Stimme und machte die Tür auf. And he looked. Und er schaute mich like an. Like he had seen a ghost. Als hätte er einen Geist gesehen. He was frightened. Er war verstört vor Angst. And I said, what's the matter? Und ich fragte, was ist los? He said, let me in. Und er sagte, lass mich rein. So I came inside. Also kam er rein. I said, what's wrong? Und ich fragte, was ist I los? I never seen that brother of mine. Ich habe meinen Bruder nie gesehen, dass er vor irgendetwas Angst hätte. Let me give you an experience. Ich erzähle euch noch eine andere Erfahrung. One day I was visiting him. Eines Tages besuchte ich ihn. And he said, "Hey Louis, you know what happened to me?" Und er sagte, "Hey Louis, weißt du, was mir passiert ist?" I said, "No, what happened?" Ich sagte, "Nein, was ist he mir passiert?" He said, "I was betting." Und ich sagte, ich habe eine Wette gemacht. Ich habe ein Glücksspiel gemacht. And won some money. Und ich habe ein bisschen Geld dabei gewonnen. And then he said, I went out. Und dann sagte er, bin ich rausgegangen. And when I was outside, und als ich draußen war, all of a sudden I felt a gun against my head. Spürte ich plötzlich eine Pistole an meinem Kopf. And the guy said, und der Kerl sagte zu mir, give me your money. Geld her. I didn't want to give him my money. Aber ich wollte ihm mein Geld nicht geben. So I had my hands up.
Also hatte ich meine Hände oben. And he went to put his hand in my pocket. Und er steckte seine Hand in meine Tasche. And I held his hand. Und dann habe ich seine Hände festgehalten. And he said, "You either give it to me dead or alive." Is what he said? Give it to me either dead or alive. Give me the money, either dead, either I'll kill you and I'll take your money, or you stay alive. Und der Kerl sagte zu mir, also entweder du gibst mir das Geld jetzt lebend oder ich bring dich um und ich hol's mir. So my brother said, "Man, I hated to give him the money." Und mein Bruder sagte zu mir, ach, das Geld wollte ich ihm wirklich jetzt nicht geben. So he and his friend then took my money. Also die beiden nahmen ihm das Geld ab. And they got in their car. Sie stiegen in ihr Auto ein. And drove away. Und sie fuhren fort. But I looked at the license plate. Aber ich habe mir das Kennzeichen gemerkt. And I wrote it down. Ich habe es mir aufgeschrieben. Then every day. Und jeden Tag. I went back to that place. Bin ich zurückgegangen zu diesem Ort. And I waited to see if that car came back. Und habe geschaut, wann dieser Wagen wieder auftaucht. 2 weeks later. 2 Wochen später. The car came back. War der Wagen wieder da. And I said, good. Und ich dachte mir, das ist gut. So then he said, he hid. Und er erzählte mir, er hat sich versteckt. And the car came and parked. Und der Wagen kam und parkte. And the man got out. Der Mann stieg aus. Went in to gamble. Ging hinein zum Glücksspiel. And came out again. Kam wieder raus. But when he came out, aber als er rauskam, he did not know, wusste er nicht, that I went around the car and took out all the air from all the wheels. Dass ich um sein Auto gegangen war und an jedem Reifen die Luft herausgelassen hatte. So then, also, he came and sat in his car. Setzte er sich in seinen Wagen. Closed the door. Er schloss die Tür. And I came up to his to the door. Ich kam zu seiner Autotür. And I banged on the window. Ich habe an das Fenster geklopft. He rolled down the window. Er ließ das Fenster herunter. Said, "What do you want, man?" Er sagte, "Mann, was willst du?" And my brother said, "You remember me?" Mein Bruder sagte, "Erinnerst du dich?" And the fellow said, "I don't know who you are." Und er sagte, "Ich habe keine Ahnung." My brother said, "You better know who I am." Und mein Bruder sagte, "Erinner dich mal besser." And he said, "The man went to grab his gun." Und er sagte, er griff nach seiner Pistole. But I grabbed him through the neck and pulled him through the window. Aber ich habe ihn am Schlawittchen gepackt und ihn aus dem Fenster rausgezogen. I beat him up. Ich habe ihn zusammengeschlagen. I took all the money he had. Habe ihm sein Geld weggenommen. And I took him to the police station. Und dann habe ich ihn zur Polizei mitgenommen und ihn abgeliefert. That's my brother. So ist mein Bruder. He was afraid of how much? Er hatte Angst vor wie viel? Zero. Von nichts. And now he is frightened. Und jetzt hat er Furcht so in seinen Augen. What happened? Und ich fragte ihn, was ist los? He said, "I don't know if I was dreaming." Und er sagt, ich weiß nicht, ob ich gerade geträumt habe. Or if I was awake. Oder ob ich wach war. But Louis. Aber Louis. He said, "I was lying in my bed." Ich lag in meinem Bett. And all of a sudden. Und plötzlich. I saw bright lights in my window. Sah ich ein helles Licht in meinem Fenster. So he thought, "Oh, the police are looking for me." Und er dachte, oh nein, die Polizei schaut nach mir. So he came and crouched close to the window. Also ging er in die Hocke und kroch an das Fenster. And then to look down to see, um dann nach unten zu sehen, how many police cars were down there. Wie viele Polizeiwagen da stehen. But he said, well, the light was not coming from below. Aber er sagte, das Licht kam nicht von unten. And I realized the light was coming from above. Ich sah, dass das Licht von oben kam. When I looked at the sky, he said, als ich mir den Himmel angesehen it was habe, filled with bright angels. Waren dort überall helle, leuchtende Engel. And then he said, und dann sagte er, "Hi, Louis, I saw God." Und dann sagte er, Louis, ich habe Gott gesehen. He was sitting on a throne. Er saß auf einem Thron. And he was surrounded by millions of angels. Und er war umgeben von Millionen von Engeln. And he said, "I began to tremble." Und er sagte, ich fing an zu zittern. And began to sweat. Louis, ich habe angefangen zu schwitzen. And I realized then, und ich habe angefangen, ich habe verstanden, dass das Ende gekommen the ist. End has come. Das Ende ist gekommen. And so he said, I got down the steps. Und er sagte, ich bin die Stufen heruntergegangen. And I began to run. Und ich fing an zu rennen. And I was running. Und als ich rannte, I woke up. Bin ich aufgewacht. I was filled with sweat. Ich war von Schweiß bedeckt. Then he said to me, und er sagte zu mir, "Louis, what did that mean?" Louis, was hat das bedeutet? I said, "I'll tell you what it means." Ich sagte ihm, ich sag dir, was das bedeutet. You are not ready to meet God. Du bist nicht bereit, Gott zu treffen. And God is warning you. Und Gott warnt dich. To be ready. Dass du bereit sein sollst.
When is a warning a good thing? Wann ist eine Warnung etwas Gutes? When it happens? Wenn es passiert? Or before it happens? Oder bevor es passiert? God has told us. Gott hat uns gesagt. All of these signs. Dass alle diese Zeichen. Are to help us to understand. Da sind, um uns klar zu machen. That we need to be ready. Dass wir vorbereitet sein müssen. So let me ask you a question. Lasst mich euch eine Frage stellen. If the Lord were to come tonight. Wenn der Herr heute Abend wiederkommen würde, would you be ready? Wärst du bereit? Well, let me ask you another question. Lass mich euch noch eine zweite Frage stellen. If the Lord were to come tonight, wenn der Herr heute Abend wiederkommen würde, would you want to be ready? Wärst du gerne bereit? How many of you would want to be ready? Wer von euch wäre hands? Gerne bereit? Amen. Well, listen. Hört mir zu. Tomorrow night, morgen Abend, we're going to study more prophecy. Werden wir uns mehr Prophezeiungen anhören. Things that will surprise you. Dinge, die euch überraschen werden. Bring your friend. Bringt euren Freund mit. But tonight, aber heute Abend, think in your heart and mind. Denkt in eurem Herzen und in eurem Verstand. I want to be ready. Macht euch klar, dass ihr bereit sein What wollt. Must I do Was muss ich tun, to be ready? Um bereit zu sein? Let's pray. Lasst uns beten. Our Father. Unser Vater. Thank you so much. Wir danken dir so sehr. For your word. Für dein Wort. The Holy Bible. Für die heilige Bibel. Thank you for revealing things to us. Danke, Herr, dass du uns Dinge zeigst. And thank you for helping us to understand. Und danke, dass du uns hilfst zu verstehen. That all that's happening. Dass alles, was passiert. Is preparing the way. Den Weg vorbereitet. For that wonderful day when Jesus will come. Für diesen wunderbaren Tag, wenn Jesus wieder zurückkommt. You've seen our hands. Herr, in unserer Hand siehst du, we want to be ready. In unseren Herzen Help siehst du, dass wir bereit sein wollen. Help us. Bitte hilf uns. Thank you for hearing us. Danke, dass du uns hörst. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen.